COP26. Von COP26. 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 Weltklimagipfel. Okay, okay, okay. Dieses Wort habt ihr die Tage sicherlich schon öfters gehört. Aber warum wird da eigentlich so viel Wind drum gemacht? Die COP ist die Weltklimakonferenz und somit das größte und wichtigste internationale Treffen zum Thema Klimawandel. Wow. Das Treffen fand jetzt zum 26. Mal statt, deswegen die 26 hinter der COP. COP steht für Conference of the Parties, also das Treffen der Mitgliedstaaten. Damit sind fast 200 Staaten gemeint, die 1994 das sogenannte Klimarahmenabkommen unterschrieben haben. Aber erst bei der COP21 in Paris 2015 haben sich die Staaten wirklich verpflichtet, etwas gegen die Klimakrise zu tun. Ziel ist es, die Erderhitzung deutlich unter 2, möglichst auf 1,5 Grad einzugrenzen. Und seit Paris müssen die Staaten das erste Mal dafür auch Ziele und Maßnahmen vorlegen. Dieses Jahr fand die COP in Glasgow statt mit UK als Gastgeber. Will you apologize for your comments? Would you like a cup of tea? Yeah, sure. Keep going. Have a cup of tea. Thank you. Do you like a cup of tea? Aber warum ist die Klimakonferenz jetzt so wichtig? And it's actually not fine. Wir steuern gerade auf eine Erderhitzung von über 2 Grad zu. Denn das, was sich die Staaten vorgenommen haben, reicht einfach nicht aus. Und das hat fatale Folgen für alle Lebewesen auf diesem Planeten. Heißt im Klartext, diese Konferenz war einer der letzten Gelegenheiten für die Regierungen, sich für höhere Maßnahmen und Ziele zu verpflichten, um die rasant fortschreitende Klimakrise einzudämmen und damit das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Aber was ist jetzt bei rumgekommen? There is no planet blah, 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 blah. Nein, ganz so war es jetzt nicht. Zumindest nicht nur. Es gibt ein paar gute und ein paar weniger gute Nachrichten. Die Klimaschutzbeiträge wurden erhöht. Jedes Land hat sich seine eigenen Klimaschutzziele im Pariser Klimaabkommen gesetzt. Diese wurden während und vor der COP überprüft und erhöht. Erstmal gut. Nur leider reichen sie immer noch nicht aus, um die Ziele von Paris einzuhalten. Und deswegen haben sich die Länder jetzt entschlossen, ihre Klimaschutzziele für 2030 schon nächstes Jahr nachzubessern. Thema Kohleausstieg. Erstmals überhaupt in einem Abschlussdokument eines Klimagipfels wurde ein Bekenntnis zum längerfristigen Umgang mit Kohle und dem Abbau fossiler Subventionen abgelegt. Wait, leider wurde das Dokument in der letzten Sekunde abgeschwächt und statt von Kohleausstieg sprach man nur noch von Abbau. Mehr Geld für arme Länder. Industriestaaten haben zugesagt, Entwicklungsländern mehr Geld für Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Yay! Aber die von 2019 versprochenen 100 Milliarden Dollar pro Jahr haben die Industriestaaten bis heute noch nicht komplett locker gemacht. Thema Waldschutz. 124 Staaten haben sich dazu bekannt, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen, darunter auch Länder wie Brasilien. Außerdem haben sich 105 Staaten dazu verpflichtet, die klimaschädlichen Methanemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2020 um 30% zu senken. Allerdings sind diese Verpflichtungen auch freiwillig und Länder mit besonderem großen Methanausstoß wie China, Russland und Indien sind nicht dabei. Thema Verkehr. Eine Vielzahl an Staaten, Organisationen und Unternehmen haben sich dazu verpflichtet, dem Verbrennungsmotor bis 2035 ein Ende zu setzen. Weltweit 2040. And guess what? Natürlich gibt es auch hier einen Haken. Deutschland hat diese Erklärung nicht unterschrieben. Das war's im Großen und Ganzen. Und wenn wir jetzt auf die letzten Jahre zurückblicken, müssen wir sagen, wir haben schon echt viel Blabla von den Regierungen gehört und gesehen. Aber Fakt ist, wir stecken immer noch in einer Klimakrise. Und das war nicht die erste, sondern schon die 26. Weltklimakonferenz. Es reicht einfach noch nicht aus. Wir vom WWF bleiben natürlich kritisch, schauen ganz genau hin und machen Druck auf die Regierung. Aber was denkt ihr? Blabla, blabla, blabla. Oder ein Funken Hoffnung? Schreibt es in die Kommentare.